Sie ist so deutsch wie Müll trennen, die Bundesliga und Mahlzeit sagen. Die Currywurst wird 70 Jahre alt. Genauer gesagt, die Legende der Erfindung hat Geburtstag. Am 4. September 1949 soll die Ostpreußin Hertha Heuwer in Berlin das erste Mal eine Soße aus Tomatenmark, Currypulver und anderen Gewürzen zusammengerührt und über eine gebratene und kleingeschnittene Brühwurst gegossen haben. Das alles angeblich, weil sie Langeweile hatte. Das ist der Klassiker, das ist bei uns das sogenannte kleine Menü, Currywurst mit Pommes. Die Gäste nehmen es meistens gern noch mit Rot-Weiß oder auch das große Menü, das dann mit zwei Curry und einer Pommes. In der Wursthauptstadt Berlin sind Curry 36 im Alten Westen und Konopkes im Osten die bekanntesten Adressen. Um die Mittagszeit stehen die Leute dort Schlange, doch ein einheitliches Rezept gibt es nicht. Ich denke, dass Currywurst in Deutschland generell ein regionales Produkt ist und jede Region nimmt unterschiedliche Würste, hat unterschiedliche Vorlieben bei den Soßen. Deswegen, glaube ich, kann man das gar nicht pauschal sagen. Also bei uns ist es so, dass wir Wert darauf legen, dass die Ware hochwertig ist, dass das Ketchup hochwertig ist, dass bei der Zubereitung hohe Qualitätsstandards eingehalten werden und deswegen schmeckt es bei uns einfach. Auch in Zeiten von Bio, Öko und veganer Wurst, das Geschäft mit der Currywurst boomt weiter. Nach Schätzungen sollen die Deutschen 800 Millionen Stück pro Jahr verputzen. Regelmäßig wird die Currywurst zum beliebtesten Kantinenessen gekürt.